Ja Leute, was geht und willkommen hier zu einem weiteren Daily Vlog hier auf meinem Kanal. Und zwar der 11. Daily Vlog und wird wahrscheinlich auch der letzte sein. Ja, aber weiteres werde ich auf jeden Fall euch jetzt im Video sagen. Und zwar Leute, erstens, ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen. Der Link ist jetzt irgendwelche hier irgendwo eingeblendet oder halt mein Name. Könnt ihr mich gerne dann supporten, würde mich freuen. Denn auf YouTube werde ich nicht mehr streamen. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber gerade nicht. Und wieso ich auf Twitch streame? Und zwar hat das einen folgenden Grund. Und zwar möchte ich die Community aus YouTube, ja, das halt, ich will da Videos eher machen und halt Leute mit Videos unterhalten und halt nicht so mit Streams eher. Und dann dachte ich, komm, ich switch mal auf Twitch und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Mal schauen. Wenn ihr wieder aktiv seid in Streams auf YouTube, dann werde ich wahrscheinlich wieder auf YouTube switchen. Aber Leute, wird wahrscheinlich auf jeden Fall nicht so passieren, glaube ich. Aber ja, kann auf jeden Fall alles passieren. So Leute, auf jeden Fall tut mir echt schon jetzt mal leid, dass das das letzte Daily Vlog ist. Und zwar ein paar Gründe, und zwar werde ich die jetzt sagen. Erstens, ich habe auf jeden Fall keine Ideen mehr. Also, wie gesagt, ich habe keine Ideen, was ich bringen soll. Ich kann halt gerne jeden Tag Daily machen, aber da werde ich halt nur dumm labern. Das wollte einfach, glaube ich, alle einfach nicht. Und darum dachte ich mir einfach, komm, ich werde nur Videos machen auf diesem Kanal, wenn was Spannendes passiert oder wenn ich einen Vlog mache, wo ich mit zum Freund fahre oder keine Ahnung was, Leute. Und auf jeden Fall wird hier auf YouTube auch Videos kommen von Twitch, und zwar Twitch-Highlights. Vielleicht kennt ihr sowas von Papa Platte zum Beispiel oder sowas. Der macht das auch eigentlich regelmäßig. Aber Leute, ja, mal schauen, wie das dann bei euch ankommt. Ich hoffe, es kommt bei euch gut an. Ansonsten, Leute, nochmal Dankeschön an die Einzelnen, die mich supportet haben. Und war auf jeden Fall mega geil mit euch, so daily zu streamen, zu aufzunehmen. Auf Twitch werde ich wahrscheinlich jeden Tag daily streamen, also so wie Video, aber halt als Stream. Also schaut doch mal eigentlich jeden Tag vorbei von 17 Uhr, meine Fresse. Oh, du Pisser, was laberst du über mich, ey? Und zwar ab 17 Uhr werde ich auf jeden Fall jeden Tag live streamen, bis 20 Uhr circa. Am Wochenende wahrscheinlich werde ich auf jeden Fall länger streamen. Und ansonsten nochmal Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen von euch, die mich supportet haben bis jetzt hierhin. Und nochmal Dankeschön an jeden Einzelnen, die einfach kommentiert haben, die an meiner Wand hängen oder halt Tür hängen, ne? Also nochmal Dankeschön auf jeden Fall für die nice Zeit. So halt kurze Zeit, 11 Tage waren es halt. Fand ich auf jeden Fall mega nice und werde auf jeden Fall irgendwann mal wieder Dailies Video machen. Vielleicht in den Sommerferien mal schauen, weil da ist halt Sommer und kann man halt mehr machen, rausgehen. Und hier jetzt im Winter ist halt ein bisschen schwer rauszugehen, weil es ist kalt und ich habe keinen Bock rauszugehen. Ich will lieber hier im zu Hause sein und zum Beispiel hier mit Leuten zocken und keine Ahnung was, weil im Sommer habe ich das nicht so oft gemacht, weil es war einfach so fucking warm, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte und bin einfach rausgegangen, das war einfach schlimm. Aber jetzt geht es auf jeden Fall schon mal klar, so wie gesagt, vielleicht kommen die nächsten Tage auf jeden Fall Videos auf diesem Kanal, also Vlogs, und vielleicht kommen auch so ein paar Gaming-Videos, wie gesagt, Highlights von Twitch werden auf jeden Fall auch kommen. Und ansonsten habe ich alles angesprochen für heute und würde sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Video und macht's gut und ciao.